Weiter geht's mit einer neuen luftraumtastischen Folge Far Cry 6. Ja, wir machen jetzt weiter und sprechen jetzt erstmal hier mit dem guten Danny. Alejandro. Das Lager beachtet mich nicht, also habe ich es observiert. Alle versuchen, José Castillo umzulegen. Aber sie arbeiten nicht zusammen oder planen etwas. Ich kenne José, dieses Arschloch. Um den zu erledigen, musst du zuerst den Luftraum zurückerobern. Zerstöre seine Flakstellungen, dann kann er dich nicht abschießen. Deaktiviere seinen Radarbunker und er kann dich in seinem Luftraum nicht mehr verfolgen. Ich kann nicht mehr tun, als dir und den anderen Strategien anzubieten. Für Papa. Danke. Gracias, Danny. Gracias. Viel Glück. Alles klar. Dann kenne ich jetzt meinen nächsten Job hier schon. Was geht's? Flugabwehr. Willkommen. Genau. Es ist alles okay. Flugabwehr willkommen. Und schalten dich dann jetzt aus. So. Mal sehen, wie es dann danach weitergeht. Weil wir kommen hier langsam immer weiter hier voran, dass wir dann jetzt bald einen Angriff auf diesen Anführer von den Bösen in diesem Bereich hier starten können. So, was haben wir hier? Ja, hier reiten wir einfach vorbei. Obwohl, wir reiten hier um. So. Sehr gut. Und letzte Folge hatten wir ja auch die Jagdhütte und so gebaut. Das heißt, da haben wir jetzt auch bitte ein bisschen was wieder freigeschaltet. Ja. Und ich muss ja einfach mal so sagen, ich finde es irgendwie extrem schade, dass man halt nicht mehr das von früher hat mit dem Jagen gehen, um seine Tasche zu vergrößern und so. Ich weiß echt noch nicht so ganz, wie ich das finden soll. Ich weiß nicht. Persönlich fühlt sich das, weiß nicht, das ist schön an. Ich mochte das immer. Ich weiß, das kann man auch sagen, das ist doch einfach nur langweilig, so jagen, um die Tasche größer zu machen, Türme hochklettern, um die Karte aufzudecken, aber ich mochte das eigentlich immer. Für mich hat das eigentlich zu Far Cry dazugehört. Muss ich dazu sagen, einfach. Los! So. Jetzt reiten wir mal dahinter. Wir sind jetzt fast da. An unserem Ziel hier. Mich täte mal interessieren, wie viele Flugabwehranlagen wir zerstören müssen, weil ich meine, manche haben wir ja auch schon so nebenbei immer mal wieder als Nebenbei-Aktivität gemacht. Und dann einfach hochgejagt schon. Deswegen sollten eigentlich gar nicht mehr so viele übrig sein Alejandro, hier. Ich suche nach der Flugabwehrkanone in der Nähe von Verrera. Du musst an der Kirche im Norden der Stadt vorbei. Sie ist ganz in der Nähe von einem großen Feld. Alles klar. Aber sei vorsichtig. Ja, ich bin doch immer vorsichtig. So, einmal draufhauen das Ganze hier. Bitte, erledigt. Sehr schön, Luftraum befreit. Ja, wir warten jetzt nur dieses eine Ziel hier. Sehr schön, das wäre geschafft. Die zwei Flugabwehrgeschütze sind erledigt. Die Luft ist rein. Gut, das wird ihm die Sicht erschweren. Einer der neuen Soldaten im Lager hat mal in dem Radarbunker gearbeitet. Er sagt, wenn du dir Zugang zum Computer verschaffst, kannst du die Standorte aller Flakgeschütze im Westen sehen. Aber das Ganze ist mit Schlüsselkarten gesichert. Du musst einen Weg hineinfinden. Ich bin dran. Okay, jetzt ist der Bunker dran und dann zeigst du anscheinend noch mehr von den Geschützen an. Alles klar. Wer baut hier Supremus, hm, Danny? Komm schon, sag's mir. Wovon redest du, verdammt, Juan? Ich bin sicher, du hast etwas Uran übrig, das dir ein Loch in die Tasche brennt. Wieso haben wir uns so lange nicht mehr gesehen? Sind meine Supremo- und Impro-Waffen nicht mehr gut genug? Natürlich sind sie das. Ich war nur beschäftigt. Sie?
Naja, ich vermisse dich. Team Juan vermisst dich. Und falls du es schaffen solltest, befördert zu werden, statte ich dich gern mit ein paar von meinen Spielsachen aus. Ja, also wir haben auf jeden Fall viel von diesem Verbesserungszeug an sich dabei. Also wir könnten da eigentlich so ein Supremo wieder mal holen. Ich würde eigentlich gerne so eine Supremo-Waffe wieder mal nehmen, aber bis jetzt hat mich eigentlich da keine richtig überzeugt. Ein Flammenwerfer fand ich jetzt nicht unbedingt so geil. Ja, und dieses andere Ding, also wie so eine Art Armbrust ist, nur mit größeren Bolzen, kann mich auch nicht so ganz überzeugen. Mal sehen, ob ich da noch was finde, was mir gut gefallen tut. Das einzige, was mir halt gut gefällt, ist halt dieser explosive Rucksack. Also der ist halt wirklich super. Mit den Raketen. Finde ich das Beste. Meine persönliche Meinung. Zumindest stand hier. So, hier erstmal ganz kurz plündern. Ganz fix hier plündern, das Zeug. Das fix einsammeln. Das hier auch noch mit einsammeln. Einmal kurz hier hoch. So, nimm das mit. Und weg mit dir. Moment, was ist das für ein Geschütz? Feuerradar drauf. Okay, damit machen wir den Panzerschaden. Sehr gut. Probieren mal ihn hochzujagen, würde ich sagen. Sehr schön. Eigentlich wollte ich nur die Tasche einsammeln, aber wenn sich dann sowas noch mit dazu ergibt, macht uns doch noch gerne mit so nebenbei. Ja, nur ist mein Pferd abgehauen, leider. Hatte ich jetzt gerade erst hier. Kollegen, kann ich mir mal euer Auto nehmen? Danke. So. Bin dann mal weg. Ja. Sieht gerade nicht so gut aus. Aber ich meine, wir müssen ja auch gar nicht mehr so weit fahren. Von daher passt das schon noch. Okay, ab hier gehen wir zu Fuß. Ja, hier geht's offenbar schon dort rein, in diese Station. Wo der Bunker auch ist. Hallo? Guten Tag. Zack. Gut, weiter geht's. Immer schön geradeaus, genau das ist unser Ziel. Ganz schön wenig Wachen hier. Wäre das mein Schützpunkt, hätte ich hier oben mindestens ein paar Wachen drauf. Aber gut, die sind vielleicht gerade nicht so elegant oder müssen sich halt auch mal ausruhen. Und nicht so schlau sind sie gerade. So, da drüben einmal weg. Jetzt der dort. Jawohl. Ah, hier geht's schon rein in den Bunker. Zack. Jawohl. Laden. Hier die Beute einmal mitnehmen. Hier zeigt es mir auch noch was anderes an. So eine Kiste, die muss hier drüben sein. Ich sollte die Kamera da zerstören. Dann ist sie wohl über mir, denke ich. Die Kiste.
Ich will die Kiste hier haben. Die ist doch nicht hier ganz oben darüber, oder? Mal schauen. Wir nehmen was mir hier oben alles mit. So, hab. Ne, also die Kiste muss hier unten sein. Da unten sehe ich sogar Markierungen. Vielleicht wäre es auch einfach noch weiter runter gegangen. Das kann ja auch sein. Kann ich mir auch gut vorstellen, wenn ich so drüber nachdenke. So, zack. Jetzt einfach das Radio ausmachen. Hier einmal hinein. Nein. Hinein. Hinauf. Okay, Schlüsselkarte zum Wartungsschacht. Sehr gut. Das bringt uns auf jeden Fall schon mal was. Nein! Ach nein. Die Augen sind geblendet. Aber wir sind drin. Moment. Zack. So, der Computer sollte vorne sein. Ich hoffe, ich bin richtig. Den kriege ich nicht klar. So, komm schon. Hier zeigt es mir wieder an, hier soll die Kiste sein. Aber wo? Alter, war ich hier drin? Ich jag das hier mal hoch. Ne, ich hätte gedacht, vielleicht geht die Kiste hier dadurch auf. Ne, es muss eigentlich hier unter mir sein, weil da zeigt es mir auch Sachen an. Da ist das dort 100 Pro drin. Hi. Ja, hier. So. Sehr schön. Hier hätten wir das soweit mitgenommen, das Zeug. Jetzt hier einmal die Medizin mitnehmen. Da ist der Computer. Mal sehen, wie gut ich hacken kann. Hier einmal ran. Langsame jaranische Bandbreite. Okay, es ladet. Ja, nur werden hier bestimmt gleich Truppen reinkommen. Ich wage eigentlich zu bezweifeln, dass es jetzt einfach so abläuft, dass es hier einfach klappt, ohne dass hier nochmal was passiert. Gucken. Ich kann ja währenddessen mich hier noch ein bisschen umsehen. Da gibt es ja auch noch ein paar Vorräte. Ja, nicht gerade wenige. Der Bunker ist schön gefüllt. So, ist bald fertig. Wow, ist schon ein bisschen langweilig hier gerade so zu warten. Also spannender wäre schon gewesen, wären jetzt Gegner währenddessen gekommen. Aber gut. Anscheinend habe ich halt hier komplett einfach alles aufgeräumt. Na bitte. Und jetzt raus hier. So, und jetzt weg von hier. An, kommt doch noch ein Feind. Aber ein bisschen verspätet.
So, wir nehmen den Laster direkt. Ja, kann ich gar nicht einsteigen. Gut, laufe ich halt auch noch ein Stück. Halt, nein, da hinten war ja ein Helikopter. Dann will ich den haben. Ja, den will ich haben. So, du gehörst jetzt zu mir. Ich nehme davor noch hier das Zeugfix mit. Wenn ich hier starte, schießen die mich ab. So, komm schon. Unidentifizierter Pilot, identifizieren Sie sich. Wie lautet Ihre Kennung? Ey, ich habe das Radar zerstört. Meine Familie hat so ein Glück, dass du da bist, Dani. Wenn du José das Herz durchbohrst, dreh für mich einmal mehr um. Jawohl. Geschafft. Dani, wir treffen uns bei den Susurro-Höhlen. Du bist in einer Höhle? Hast du Stunk im Lager oder so? Nein, 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 noch nicht. Komm einfach her, okay? Ich habe hier einen Notfall. Einen medizinischen. Sozusagen. Einen medizinisch-mechanischen Notfall. Alles klar. Dann wollen wir mal zu Philly als nächstes hier. Ist sogar direkt hier oben der Einsatz. Gut, diesen Einsatz machen wir dann in der nächsten Folge. Hier machen wir dann jetzt erstmal wieder Schluss, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.